Let it go. All the puts are like, whoa. Think I go. Cause it over. I see. And you're the better now, girl. Yeah, girl, you go. Hallo und ganz herzlich willkommen zum allerersten Portugal Diary. Wie ihr seht, befinden wir uns noch zu Hause. Das heißt, heute findet die Anreise statt. Und wir haben ein bisschen eine längere Anreise. Also es ist jetzt, das ist gerade Jakobs Handy. Es ist jetzt 6.18 Uhr. Wir fahren jetzt nämlich nach Mailand. Und zwar fahren wir um 7.25 Uhr mit dem Bus los und kommen ungefähr um 12.50 Uhr an und unser Flieger geht heute am Abend. Das heißt, wir haben den ganzen Tag sind wir unterwegs und heute am Abend kommen wir dann in Lissabon an und ich freue mich richtig, euch mitnehmen zu können, dann euch über den ganzen Urlaub, über den ganzen Trip mit einem Vlog begleiten, also so ein quasi Portugal Diary draus machen. Und ja, ich freue mich richtig, ich bin nämlich gerade beim Anziehen, also mein Reiseoutfit zeige ich euch noch. Und was wir alles für Snacks mitnehmen, zeige ich euch auch, weil ich habe es ein bisschen übertrieben. Aber ich finde es immer wichtig, dass man genug Essen dabei hat. Also gerade bei so längeren Reisen ist es immer am wichtigsten, dass man viel Essen dabei hat. So, die Koffer sind auch schon gepackt. Wir haben einmal einen Handgepäckskoffer, zweimal, beziehungsweise Jakob hat einen eigenen und ich. Und hier diesen teilen wir uns. Also das ist meine Hälfte, das ist Jakobs Hälfte und dann habe ich noch einen Rucksack. Und wir haben hier solche Bauchtaschen, die finde ich immer ganz praktisch, weil die kann man so oder so mitnehmen und man kann da irgendwie so Kleinigkeiten reintun wie Geldtasche, Handy. Und genau, dann zeige ich euch jetzt noch die Snacks, die ich gekauft habe. Also ich habe einerseits drei Smoothies gekauft, einmal einen Antioxidant und dann noch so ein Frühstück, also genau. Dann habe ich zweimal einen Salat mitgenommen, Schokoreiswaffeln, dann Erdbeeren, also so Obst. Dann einmal so ein Exquisa und solche Teigtaschen und genau, zweimal Kaffee und dann noch Brot und solche Snacks. Yes, das ist unser Essen und Wasser dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist mein Travel Outfit. Ich habe eine schwarze TVO-Hose an, eine Bauchtasche. Das Oberteil ist von Pull&Bear, glaube ich, und die Jacke ist von Chiquelle. Ich bin ganz schwarz angezogen, aber ja, draußen regnet es richtig. Und Jakob und ich waren gerade noch den Müll wegbringen, schalten jetzt noch die Geschirrspülmaschine ein. Jakobs Bruder passt übrigens in der Zwischenzeit auf die Wohnung auf. Und ja, dann sind wir auf jeden Fall startklar. Und ich check nochmal so alles, ob alles mit ist. Dann geht's los. Der Koffer darf 15 Kilogramm haben. Let's see. Oh nein! 1,6 zu schwer, ne? Ja. Aber es ist mal die andere Norwegen. This one. Die dürfen 8 haben, oder? Die dürfen 8 haben, ja. Okay. Und meiner. Genau gleich schwer. Wir haben jetzt das rausgegeben. Das sind jetzt genau diese 1, irgendwas Gramm. Kilo. Und Kilogramm. Und genau, hoffentlich passt das jetzt so. Wie ihr es vielleicht jetzt gesehen habt, haben wir es nach Mailand geschafft. Die Busfahrt, wir sind insgesamt 6 Stunden noch ein bisschen was gefahren. Es war schon ultra anstrengend. Vor allem, es waren echt ein paar Menschen dabei in dem Bus, die zum Beispiel laut telefoniert haben. Also die haben jetzt nicht mit Kopfhörer telefoniert, sondern auf Lautsprecher oder so. Und ja, es war einfach sehr voll, aber wir haben es geschafft. Wir sind heile angekommen. Und vor allem ist die Zeit auch recht schnell vergangen, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen an meinem neuen Planner gearbeitet. Und jetzt sitzt Jack und ich hier. Wir müssen ein bisschen die Zeit überbrücken. Wir können, also es ist jetzt 2:30 und wir können frühestens um 5 das Gepäck abgeben. Wir fliegen nämlich um 7, oder? Geht der Flug? 8 Uhr. Wir haben den Koffer erfolgreich aufgegeben. Wir hatten einfach ein Gewicht von 15,3 Kilogramm, also 300 Übergewicht, Übergepäck. Und genau das war die Toleranzgrenze, also sehr, sehr gut. Unser Flug hat leider Verspätung, aber nur 30 Minuten. Das ist verkraftbar. Nom, nom, nom. Was ist das? Cappuccino, Karamell-Cappuccino. Mit was nur? Eiskaffee, also quasi Kaffee-Eiswürfel, aber halt so zersplittert, Schlagsahne und Karamell. Outside my window, is everything paid? Leute, wir haben es geschafft. Mit viel Verspätung, aber das ist unser
Das ist Airbnb. Mega cute. Ich habe es selbst noch gar nicht gesehen. Küche. Wohnzimmer. Hier ist das Schlafzimmer. Ich glaube, hier ist auch noch eine richtig cute, cuter Balkon raus. Ja, ich freue mich mega. Und hier ist noch ein kleines Badezimmer. Good morning. Es ist jetzt 8 Uhr. Die Nacht war irgendwie ein bisschen unruhig. Es ist nämlich super hellhörig hier. Ich mache mich jetzt ready. Jakob und ich gehen danach frühstücken. Ich habe einfach versehentlich diesen Kleber hier angepackt und diesen Kleber hier. Und diesen Kleber hier. Das hier ist mein Outfit of the Day. Und ich freue mich richtig, ein bisschen Lissabon zu erkunden. Ich war gerade schon auf dem Balkon draußen. Es ist hier so ein Mini-Balkon. Und dann sind wir hier. Is everything pale and cold? Kleiner Outfit-Check. Jakobs Outfit. Und mein Outfit. Und jetzt gehen wir was essen. Wir haben richtig Hunger. Ich habe nachgelesen, man kann in Portugal, in Lissabon, Leitungswasser trinken. Aber das schmeckt unfassbar komisch, weil da Ozon drin ist, meinte Jakob. Ja, es wurde mit Ozon behandelt. Und das schmeckt richtig komisch. Das heißt, wir haben jetzt auch noch nichts getrunken. Ich finde die Architektur richtig interessant irgendwie. Auch die ganzen verschiedenen Stile hier. Mittagessen. Wir sind ein bisschen durch Lissabon gelaufen und waren auch sehr erfolgreich shoppen. Das zeige ich euch später. Jetzt essen wir erstmal und zwar bei so einem typischen portugiesischen Restaurant. Was sind das? Upsa. Wir sind wieder back von der Stadt. Also es ist jetzt 3 Uhr und wir sind die ganze Zeit durch die Gassen gegangen und wir waren auch da beim Hafen. Also wir haben diese Bridge gesehen, was auch richtig schön war, und wir waren heute auch ein bisschen einkaufen, weil es richtig, richtig gute, coole Läden gibt hier, und ich dachte mir, ich gebe euch mal einen kleinen Haul. Ich habe auch was gekauft, was ich nicht so häufig kaufe, beziehungsweise nie. Ich zeige es euch einfach mal. Also ich habe mir einmal solche Ohrringe gekauft von Brandy, die fand ich mega cute, weil das sind nämlich meine einzigen, die ich mit habe, und die sind von H&M, und da weiß ich, dass die nicht die beste Qualität haben, und deswegen wollte ich mir welche kaufen. Jakob hat seinem Bruder Socken gekauft. Dann habe ich noch von Oysho, glaube ich heißt das, so eine weiße Hose gekauft, weil ich das ganz cute finde, so ein Bikini dazu. Die hat 19,99 € gekostet. Die Ohrringe haben übrigens 5 € gekostet. Dann habe ich noch, darauf freue ich mich richtig, so ein Hemd gekauft. Ich fand die Farbe richtig schön. In der Größe L, weil ich wollte das ein bisschen... Wir dachten kurz, jemand läutet bei uns, aber... Das war wohl ein Versehen. Genau, das hat 29,99 € gekostet. Das habe ich auch von Oysho gekauft. Finde ich auch richtig schön, vor allem auch zum Bikini dazu. Dann habe ich auch noch ein Bikini gekauft, und zwar so einen. Das hier ist das Oberteil. Fand ich richtig schön. Das Oberteil ist in der Größe L und das hat 17,99 € gekostet. Und die Hose ist in der Größe M, gab es nicht mehr anders, 15,99 €. Dann habe ich so ein cooles Tuch gekauft, was ich mir so um die Hüfte wickeln möchte. So zum Bikini fand ich das eigentlich mega nice. Das hat 12,99 € gekostet. Dann habe ich mir noch so einen mega coolen Rock gekauft. Das ist dieser hier. Der hat so einen Schlitz am Bein. Finde ich immer richtig, richtig schön. Der ist in der Größe S und der hat 22,99 € gekostet. Und dann habe ich noch so eine Bluse gekauft, weil ich finde, man kann nie genug solcher Blusen haben, und ich habe noch gar keine. Außer eben Pink, was ich mir davor gekauft habe.
Die ist in der Größe L und die hat 15,99 Euro gekostet. Und mein Highlight, ich war bei Brandy Melville und normalerweise kaufe ich da eigentlich nie was, beziehungsweise früher habe ich da öfter gekauft. Aber ich habe eine so coole Hose gefunden. Ich zeige euch die irgendwann mal angezogen auf jeden Fall. Und zwar ist das so eine. Die ist mega cool. Ich glaube, ihr kennt die typischen Hosen. Die ist sogar low-rise, beziehungsweise eigentlich mid-rise. Und ich fand die irgendwie einfach mega. Die passt einfach total in der Größe S und die hat ein bisschen mehr gekostet. Die hat 45 Euro gekostet. Was ich normalerweise nicht so einfach kaufe. Ich bin auf jeden Fall very happy, weil das sind Sachen, die wollte ich mir schon ganz lange mal kaufen. Und deswegen freue ich mich, dass ich die jetzt gekauft habe. Und ich freue mich auch voll über die Ohrringe. Die werde ich dann auch reingeben. Jacke und ich machen gerade eine kleine Pause. Also wir sind gerade eben nach Hause gekommen, wollten die Einkäufe nach Hause bringen und werden dann nochmal losfahren. Wir sind nämlich direkt an einer Metro, was nice ist. Und ja, war das Update soweit. So, wir haben uns jetzt aufgerafft. Jakob hatte gerade einen Powernap. Und wir gehen jetzt Lebensmittel einkaufen. Ich finde das auch immer mega interessant, in einem anderen Land Lebensmittel einkaufen zu gehen. Da gibt es ja auch immer ganz unterschiedliche. Ist super, ich glaube, echt super. Ich glaube schon. Da kannst du riesige. Kleiner Haul, wir sind wieder back. Wir haben einmal zwei Smoothies gekauft. Einmal den hier und einmal so einen gelben. Dann Alpro-Joghurt für morgen zum Frühstück. Snack-Tomaten, Brot, Nudeln, die wollten wir heute am Abend machen. Tomatensugo, Wasser und für Jakob ein Cola Zero. Ich habe mir jetzt die Haare gewaschen, war duschen. Die Dusche ist wirklich mini. Also man musste wirklich, man hatte gar keinen Platz zum Duschen. Aber jetzt fühle ich mich fresh. Jetzt kochen wir hier was. Ich habe mich jetzt auch umgezogen und zwar habe ich den Rock an. Den kann ich euch mal ganz zeigen. Den finde ich richtig, richtig schön. Ich weiß nur nicht, ob ich den mit dem Oberteil anziehe oder mit einem schwarzen. Das muss ich noch schauen. Und dann wollten wir den Sonnenuntergang anschauen gehen, ein bisschen wieder in die Stadt. Aber genau. Wir essen auf jeden Fall hier, weil wir wollen auf jeden Fall ein bisschen selbst kochen, auch weil das schnell mal ziemlich teuer werden kann. Outside my window, is everything pale and cold? Can't seem to pick up my phone. It's been ringing all day long. Behind these clouds, I know the sun will be. Hallo, heute ist Tag 2 in Lissabon. Es ist ein bisschen laut, ich hoffe, ihr versteht mich. Wir waren gerade frühstücken in Brasilia. Das war richtig nice. Also große Empfehlung. Das habe ich auch von einer Zuschauerin empfohlen bekommen. Brasilia. Es heißt Basil, glaube ich nur. Basil? Oh. Basil. Okay, das heißt, ich schreibe es euch irgendwo her und verlinke es euch vielleicht in der Infobox, da wo wir waren. War auf jeden Fall richtig gut. Ich habe das von einer Zuschauerin empfohlen bekommen. Und bei uns wurde heute, also bei uns geht es heute weiter auf die Algarve. Und unser Bus ist storniert worden. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen länger Zeit hier in Lissabon, worüber wir eigentlich richtig happy sind. Also für uns ist es jetzt gerade richtig entspannt. Wir laufen gerade ein bisschen so durch die Straßen. Und ja. So, wir sind jetzt wieder back im Airbnb. Und wir hatten den Einfall, du kannst schon ein bisschen näher kommen. Wir machen ja eine ziemliche Rundreise durch Portugal. Und wir dachten uns, wir bewerten mal das Airbnb. Und generell, wie es jetzt war oder wie wir Lissabon empfunden haben zum Beispiel. Zuerst das Airbnb. Machen wir von 0 bis 5 Sterne. Mhm. Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich dann 3 von 5 Sternen geben. Okay. Also ich habe ja die Airbnbs gebucht und ich fand es eigentlich also für 2 Tage voll okay. Der einzige Nachteil war nur, dass es ziemlich, also das Bad hat einen richtig komischen Geruch. Und ich finde, das ist halt dann auch immer... fühlt man sich gleich mal unwohl und die Wände sind mega hellhörig. Also in der ersten Nacht habe ich da mega gestruggelt mit dem Schlafen. Aber ansonsten fand ich es okay. Also für 2 Nächte finde ich es okay. Länger würde ich jetzt auch nicht bleiben wollen.
Wie fandest du Lissabon? Aber wie viele Sterne gibst du, Preis-Leistung? Ich glaube 3,5. 3,5 Sterne? Ja. Lissabon? Also das, was wir bis jetzt gesehen haben. Wir waren sehr ja cool. Einen ganzen Tag hier und heute noch den halben. Mhm. Also sehr charakteristisch mit den engen Straßen, die gleichzeitig so hügelig sind. Also sehr schön. Und ich finde die Stadt eigentlich auch, gerade im Verhältnis zu Italien oder so irgendwas, was man halt kennt, sehr sauber. Also ich finde, es hat mir sehr gut gefallen und ich habe mir auch schnell wohl. Also wir beide waren ja noch nie in Portugal und wir kannten auch nichts von Portugal. Und ich glaube, also in einem Tag kann man ja nicht so gut die Stadt anschauen. Daher kommen wir nochmal. Also wir haben umgebucht. Wir wollten ja ursprünglich nach Porto. Das haben wir jetzt aber storniert. Wir kommen stattdessen nochmal nach Lissabon, weil das hat mehrere Gründe. Aber wir freuen uns richtig darauf, dass wir nochmal ein bisschen anschauen können. Aber diese 1,5 Tage haben mir sehr gut gefallen. Ich finde, wir haben sehr viel erlebt auch. Wir haben sehr viel unternommen, haben sehr viel gesehen. Ja, das Hügelige fand ich auch mega interessant, weil das kannte ich so auch nicht. Also, dass man wirklich so die Straßen teilweise, also um von A nach B zu kommen, musste man teilweise raufgehen, runtergehen, raufgehen. Mhm. Fand ich irgendwie lustig. Viele Treppen, also es sind wirklich sehr viele Treppen und sehr viele cute Cafés, was auch nice ist. Ja, ja. Also ich fand es auch mega cool. Ja. Aber ich freue mich jetzt auch, dass wir ein bisschen Strand haben. Das ist unser Snack für die Reise. Einmal zwei Smoothies, dann ein Alpro-Joghurt, Tomaten, die haben wir gerade gewaschen, und Brot. Und jetzt geht's los. Wir haben schon alles ready gemacht. Tschüssi. Bye, bye. Haben wir alles? Ja, ich denke, wir haben alles. Okay. Very good. Unser Essenssack. Bist du das schon drinnen? Ja. Wir sind angekommen. Wuhu. Wir sind jetzt in, wo sind wir? Ferragudo. In Ferragudo. Das hier ist das Zimmer. Finde ich richtig cute. Wir haben leider keinen Meeresausblick. Aber das hier ist auch richtig schön. Und der Strand ist nicht weit entfernt. Mega nice. Wir haben hier auch so einen kleinen Balkon zum Sitzen. Das hier ist auch mega cute. Und das Badezimmer ist ein bisschen älter. Aber nicht schlimm. Very nice. Ich freue mich jetzt. Wir sind jetzt ready gemacht und gehen jetzt zum Meer. Ich freue mich richtig. Wir haben unsere Tasche gepackt. Jakob hat sein neues Hemd angezogen. Und ich habe auch mein neues Hemd angezogen. Und ich bin richtig excited, jetzt ins Wasser zu springen. Wie spät ist es? 17:27 Uhr. Ah ja. Sieht das hier bitte aus? Das ist so crazy schön. Ich kann nicht mehr. Das ist hier übrigens so ein Wanderweg. Jakob und ich haben nicht das richtige Schuhwerk an. Daher kommen wir nochmal und gehen hier richtig wandern. Es ist unfassbar schön hier. Somehow I must be somewhere the sky is blue.